meine Hände hier im Bild erscheinen, dann ist klar, was jetzt wieder ansteht, und zwar eine neue Folge Big Box Unboxed. Wir haben jetzt schon ein paar Folgen hinter uns gebracht, beziehungsweise ihr durftet dabei zuschauen, wie ich meine Kellerschätze hier quasi nackig mache und einmal in alte PC-Bigbox-Spiele reinschaue. Heute wird es wieder ein Spiel aus dem Bereich des Point-and-Click-Adventures. Ja, wenn manche jetzt sagen, da scheint wohl einer ein ziemlicher Fanboy gewesen zu sein. Nicht nur gewesen, sondern ich bin es immer noch. Point-and-Click-Adventure sind einfach super. Und heute geht es mal wieder, auch da, nichts Unbekanntes für diese Reihe, in den Weltraum. Und tada, hier haben wir es schon. Und zwar handelt es sich um das Point-and-Click-Grafik-Adventure The Orion Conspiracy. Jetzt können wir nochmal ran mit, man siehe da, fantastisch, deutscher Sprachausgabe und für die Zeit besonders SVGA-Grafik. Also 640x480, wenn ich mich nicht irre, müsste das eigentlich sein, von der Auflösung her. Die meisten Spiele waren ja eher so im VGA-Bereich bis, würde ich sagen, Mitte der 90er, so 95, 96 ging das los mit der SVGA-Grafik, und VGA befand sich immer im Bereich von 320x200 oder 320x240. Also in diesem Fall ist SVGA quasi die doppelte Auflösung. The Orion Conspiracy, schauen wir doch einfach mal, müsste rausgekommen sein. Hier unten sehen wir es auch schon, wenn sich die Kamera den scharf schalten will. Und zwar 1995, würde ja sogar passen zu meiner Einschätzung. Gepublished hat das Ganze Domark. Gruß an Sebastian, die haben auch nämlich damals Markus Magic Football für den Mega Drive rausgebracht. Ich habe es wieder untergebracht. Markus Magic Football wird dich nie wieder loslassen. Du wirst davon noch träumen. Egal, so viel zum Thema. Domark hat es gepublished. Gemacht haben das Ganze die Entwickler von Divided by Zero. Ich weiß jetzt gerade wirklich aus dem Stegreif nicht, ob die noch was anderes gemacht haben. Ich glaube aber, viel kam da nicht. Können wir einmal kurz die Verpackung angucken. Ist wieder eine recht großflächige Verpackung. Ein bisschen matt glänzend, deswegen sieht man auch die ganze Zeit immer meine Phrase hier kurz rein glänzen. Ist wieder ein Pappschuber. Also das Ganze kann man so aufschieben und dann kann man es gleich in der Pappumverpackung öffnen. Schauen wir einfach mal hinten drauf, oder beziehungsweise, nee, das bietet sich an. Wir schauen erstmal, wie in den anderen Videos auch, auf die Systemanforderungen. Da werden jetzt einige Leute wahrscheinlich direkt wieder lachen, denn die minimale Voraussetzung ist diesmal sogar ein 386er nur mit satten 4 MB RAM, 10 Megabit freier Speicherplatz auf der Festplatte, CD-ROM-Laufwerk und ganz wichtig für die SVGA-Grafik, die VESA-kompatible Super-VGA-Grafikkarte. Empfohlen ist wiederum natürlich ein 486er, 33 MHz oder sogar schon hier der erwähnte Pentium-Computer. Viele von uns kennen vielleicht noch den Pentium 90. Da war man damals dann der King, wenn man sowas von den Eltern bekommen hat. Da hat man dann alle mit in die Tasche gesteckt quasi. Wichtigerweise noch natürlich ein Double-Speed-Laufwerk. 8 MB RAM wären optimal. Maus, nicht zu vergessen, eine Maus beim Point-and-Click-Adventure ist immer gut. Und unterstützt alle gängigen Soundkarten, was in dem Bereich Mitte der 90er aber nichts zu sagen hat, denn ohne jetzt zu weit ausschweifen zu wollen, jeder, der in den 90ern am PC gespielt hat, kennt das, dass es eine Menge Grafikkarten gab, die so, ja, so, wie soll man das sagen, Plagiate oder billige Kopien von dem bekannten Soundblaster waren, und die haben nicht immer so gut funktioniert. Und der Soundblaster in seiner Originalversion war halt sehr teuer, den konnte man sich nicht unbedingt leisten. Da war Ärger manchmal vorprogrammiert. Jetzt schauen wir mal drauf. Hier sehen wir nochmal das Medium. Stellt sich scharf, leicht. Macht er das, wenn er nett ist? Ich habe das Gefühl, er will nicht. Na gut. PC-CD-ROM, wahrscheinlich stellt er sich hier dran. Und das Ganze ist tatsächlich damals ab 6 Jahren freigegeben worden. Was ich nicht verstehe, denn der Inhalt des Spiels und auch einige der Szenen sind alles andere als kindgerecht oder kindsgeeignet. Schauen wir einfach mal hinten drauf, wie sich das Ganze hier so darstellt. Glauben Sie nichts, was man Ihnen sagt, und erst recht nicht, was Sie zu sehen bekommen. Ein filmreifes Grafik-Adventure mit ausgereifter Science-Fiction-Story, das ist Kino auf dem PC. Features:
dichte Story, bla bla bla, brillante SVGA-Grafik. Also typisches PR-Geseiere auf der Rückseite. Wir können ja mal versuchen, so ein bisschen näher uns die Grafik hier schon mal anzuschauen. Vielleicht sieht man da schon was. Hier sehen wir dann nochmal einen Textuntertitel, wer sagt die Wahrheit. Oder hier unten auch die Raumstation und unser Spielecharakter Devlin McCormack heißt er, glaube ich. Steht dort in ja, so einer Aussichtsplattform. Sah für die Zeit nicht schlecht aus. War aber beileibe kein besonders gutes Spiel. Ich glaube, es ist so im ja, End-60er-Bereich und Mitte bis Mitte 70er-Bereich waren, glaube ich, damals die Bewertungen der Fachpresse. Wir machen das Ganze einfach mal auf. Hier drin sehen wir auch wieder eine sehr, sehr eher schlicht gehaltene schwarze Box. Und zack, weg damit. Und wir sehen hier zuerst erstmal das Handbuch. Was, wie ich finde, eigentlich recht schön gestaltet ist, auch hier mit so einem leicht abgesetzten Titelblatt. Es riecht so ein bisschen nach Keller. Es gibt kein Geruchsvideo, aber wenn man das riechen könnte, würde man wissen, dass es lange Zeit im Keller lag. Das The Orion Conspiracy Handbuch. Hier machen wir das eins oder mal auf. Dann gucken wir mal da rein. Das Schwarze ist immer schlichter, spiegelt. Ja, es ist auch ein bisschen nett gemacht, dass das hier nach den ersten, ja, sag ich mal, einleitenden Worten mit Mitwirkenden und so weiter, dann hier unten genannt wird Zugang nur für Bevollmächtigte, also ähnlich in dem Spiel auf der Raumstation hat dann nur jemand Zugang mit der gewissen Freigabe und dann geht's halt los, Spielstart, Einstellung. Ist ganz nett gemacht. Dann gibt es hier noch ein Vorwort. Schön unterschrieben. Können wir auch hier mal wieder reingucken. Ganz nett, ein paar Zeichnungen. Zum Beispiel die Station, auf der das Ganze spielt. Die Cerberus-Station. Da einmal in so einem Wireframe-Blueprint-Bild einmal dargestellt. Dann ist es ganz nett, dass es hier am Anfang so ein paar, ja, so wie E-Mails oder Logbucheinträge gibt, die man sich durchlesen kann. Auch immer wieder unten begleitet von so ein paar Blaupausen von Raumschiffen. Das sehen wir auch hier, da haben wir dann einmal hier oben, warum geht's da? Der komplette Raumfahrzeugführer. Klasse Bulldog, ein Shuttle. So sieht das aus. Sieht auch aus, sehr bullig. Und da oben haben wir dann ein Aufklärungs- und Wartungsfahrzeug, der Scout. Ist ganz nett, dass man wieder so ein bisschen mehr Einsicht in die Interne hat. Installation, da kommt jetzt nichts Besonderes mehr. Das Übliche, was wir bei den DOS-Spielen schon kennen, dass man nämlich immer darauf hingewiesen wird, vielleicht seine Konfiguration unter Umständen ändern zu müssen, wenn das Spiel nicht laufen möchte. Zack, das kommt weg. Hier eine sehr nette Sache, mal wieder, wie wir es bei Space Quest auch schon hatten, ein Comic, das die Vorgeschichte hier unseres Hauptcharakters, habe ich richtig gesagt, Devlin, erzählt. Sehr großformatig in Farbe und auch sehr schick gezeichnet, wie ich finde. Passt zum erwachsenen Story-Ansatz der Geschichte. Und da treten auch jetzt sogar schon wieder ein paar der Raumschiffe auf, die wir gerade gesehen haben in den Blaupausen. Und da muss ich sagen, ja, hier sehen wir schon, es geht nicht unbrutal zu. Also wie gesagt, ab 6 Jahren garantiert nicht. Wundert mich auch ein bisschen. Aber es gab eine Zeit, da hat die USK bei manchen Sachen auch ein bisschen geschlafen. Gut. Hier drin verbaut ist also die Vorgeschichte, bevor unser Held auf die namensgebende Cerberus-Raumstation fliegt. Und zwar geht es darum, dass sein Sohn dort als Ingenieur tätig war und er ist leider bei einem Wartungsaufenthalt im Weltall, ist er leider gestorben. Das Ganze sieht ein Unfall aus, ist es natürlich nicht. Deshalb geht der Vater quasi dieser Sache nach und geht auf die Raumstation zur Beerdigung seines Sohnes und bleibt aber dann dort, um der Besatzung in bester Detektivmanier auf den Zahn zu fühlen, um herauszufinden, wer sein Sohn denn tatsächlich auf dem Gewissen hat.
ein sehr dialoglastiges Spiel und auch tatsächlich ein Spiel, was für damalige Verhältnisse eine Besonderheit hatte. Und zwar ging es darum, dass man in Adventures ja normalerweise immer Sachen auswählt, mit allem benutzen kann oder alles auf alles anwenden kann. In diesem Spiel war es so, dass es ein gewisses kontextsensitives Menü gab, wo man dann natürlich immer nur die Aktionen auswählen konnte für Gegenstände, Personen und so weiter, die das Spiel eingrenzend vorgesehen hat. War was Besonderes, findet man heute öfter. Das ist interessant. Wie wir sehen, Warnung, Umschlag nur im äußersten Notfall öffnen, erhält Hinweise und Tipps. Mit Hilfe der in diesem Umschlag erhaltenen Tipps, auch gut, alte Rechtschreibung, das Spiel ist wirklich alt, Tipps mit einem P, können Sie das erste Viertel von The Orion Conspiracy beenden. Sollten Sie den Umschlag zu einem anderen Zeitpunkt öffnen, fügen Sie nicht nur sich, sondern auch dem Spiel großes Unrecht zu. Sehr lustig. Finde ich nett. Manche Spiele hatten sowas in Zeiten, wo man natürlich nicht mal eben schnell ins Internet gehen konnte, um zu gucken, wie komme ich da denn jetzt weiter. Haben Sie quasi, um anfänglichen Frust zu vermeiden und Ihr Spiel dann vielleicht, dass es dann sofort von den Spielern weggelegt wurde, diese Gefahr halt zu bannen, gab es oft solche kleinen Guides oder Komplettlösungen da drin. Ich muss sagen, ich habe das hier tatsächlich noch nie geöffnet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es öffnen möchte, aber ich glaube, also die Kleber hat ein bisschen gelitten, aber ich habe das Gefühl, es könnte auch kaputt gehen, wenn ich nicht vorsichtig genug bin. Wir schauen mal. Wir hoffen jetzt, dass es nicht kaputt geht. Jetzt, ich höre schon alle draus schreien, nein, das ist ja nicht mehr Mint, wenn man das aufmacht. Ja, komm, ist egal. Okay, tatatata, jetzt der große Moment. Ein ungeöffneter Umschlag seit 1995 hier drin. Es sieht extrem unspektakulär aus, wenn ich ehrlich bin. Aha, okay. Achtung, mit Hilfe der folgenden Seite können Sie etwa 25% von The Orion Conspiracy lösen. Wenn Sie im Eiltempo dieses Kapitel durcharbeiten, tun Sie aber sich und dem Spiel Unrecht. Schlagen Sie daher hier nur nach, wenn Sie wirklich nicht weiterkommen. Ja, und da ist wirklich eine Punkt-für-Punkt-Anleitung, wie man was machen soll, damit man weiterkommt. Fordern Sie Ihre Jacke und Ihren Pass, also alles wirklich aufgelistet, was denn das Spiel dann weiterbringt. Eigentlich nur eine Seite. Ich habe mir jetzt mehr erhofft, aber egal. Das zur Seite gelegt. Jetzt kommen wir noch zu ein paar netten Sachen, zum Beispiel, das ist doch mal wieder nett, oder? Wer kann denn sowas schon von sich behaupten, dass er sowas dann noch hat? Lords of Midnight. Mike Singletons Lords of Midnight. Wohl ein Spiel, auch aus dem Publishing-Bereich von Domark. Sieht man da oben, PC-Format, CD-ROM, DOS 5.0. Und ja, es wird wohl so ein RPG gewesen sein. Kenne ich tatsächlich überhaupt nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber interessant, ja, Domark, wie gesagt, waren Engländer. Aber interessant, vor allen Dingen ein schönes Artwork, was... Also, mehr Retro geht, glaube ich, nicht. Super. Kann man auf jeden Fall sich zur Seite tun. Das tun wir jetzt auch. Was haben wir hier noch drin? Ein bisschen eine Referenzkarte für die Steuerung. Was sind die Shortcuts? Wie ist die Maussteuerung zu verstehen? Ich weiß zwar nicht, warum wir das hier zweimal drin haben. Vielleicht war das auch ein Fehler. Zweimal das Gleiche. Das zur Seite gelegt. Und ich glaube, es geht nochmal weiter mit einem ähnlichen Poster oder Werbung wie gerade, und zwar der Tank Commander, auch unter Domarks Flagge, sieht aus wie ein Panzerspiel mit sehr, sehr frühzeitlicher 3D-Grafik, auch sehr interessant, man lernt ja nie aus, kenne ich auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Das ist ein bisschen unspektakulärer. Aber, trotz alledem, interessant und ein Unikat. Zack. Jetzt haben wir wieder diesen großformatigen Registrierungsbeleg, dass man quasi für Garantiefälle und so weiter sich direkt beim Hersteller damals für jedes Spiel einzeln dann, wenn man denn möchte, registrieren konnte. Und da sehen wir es wieder, ist halt irgendwie, obwohl es ein Spiel ist, was in Europa und auch ich in Deutschland gekauft habe, irgendwie wieder alles auf Englisch ist und auch direkt dann wahrscheinlich nach England zu Domark geht.
Ja, das wäre das. Und jetzt kommen wir eigentlich zum letzten. Das Spiel muss ja auch irgendwo drauf sein. Und hier haben wir eine sehr simpel gehaltene, man schmutzige und feuchte Finger wie ich hat, dann macht das hier so Streifen drauf. Sieht eigentlich relativ unspektakulär aus, ist es auch, ist auch nicht mehr viel, außer in einer relativ stabilen Papphülle sozusagen einmal noch die CD drauf, Orion Conspiracy, IBM PC, CD-ROM, DOMARC, und ist die deutsche Version. Sprachausgabe war dabei nur in Englisch, Untertitel in Deutsch. Sonst steht hier nur noch mal die Adresse wieder drauf. Und das war's auch schon. Ja, knapp 15 Minuten sind rum. Ein bisschen länger diesmal als bei den anderen Folgen. Aber dafür war hier auch einfach eine Menge drauf und drin. Und aus diesem Grund würde ich einfach mal behaupten, als Spiel ist die Orion Conspiracy vielleicht nicht unbedingt das beste Point-and-Click-Adventure, was es gibt. Ich würde auch mal sagen, es ist nicht unbedingt eins, was man gespielt haben muss. Aber ich finde, vom Sammelfaktor her hat diese Box eine Menge zu bieten und ja, ist eine schöne Zeitkapsel ins Jahr 1995 und in die damalige Zeit, wie man halt Werbung betrieben hat oder was man denn für kleine Gimmicks reingelegt hat. Wahrscheinlich auch der Sache geschuldet, dass es eben, wie erwähnt, kein Internet gab, wo man mal Sachen eben nachschlagen oder nachliefern konnte. Das musste alles kompakt in einer Box sein. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, oder ich würde mich freuen, wenn es wieder Spaß gemacht hat. Ich denke, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mal wieder etwas aus dem Keller hole und es heißt Big Box Unboxed.